Erich Kampmann zum Beispiel, verhüllten sie als Sprachpuristen. Sinnreich bist du, die Sprache von fremden Wörtern zu säubern. Nun, so sage doch, Freund, wie man pedant uns verdeutscht. Campe verdeutschte in seiner Antwort den Puristen sofort in Sprachreiniger und konterte, ihr mengt die Sprachen besudelnd das Deutsche befremdlich. Dem aufklärerischen Pädagogen ging es auch um die Allgemeinverständlichkeit als Voraussetzung für politische Beteiligung. Über das Eindeutschen prägte auch er Wörter, von denen viele damals ins Deutsche eingegangen sind. Andere verschwanden.